Okay, aber auch dafür setzt euch am besten in die Meditationshaltung. Immer noch mal durch. Ja, auf dem Hocker setzt ruhig die Knie ein bisschen auseinander, dann ist die sind Becken und Wirbelsäule etwas beweglicher. Der Rücken wieder entspannt aufrecht. Der Nacken lang, sodass der Kopf möglichst anstrengungslos auf der Wirbelsäule ruht. Die Hände abgelegt auf den Beinen, sodass sie möglichst wenig an der Schulter ziehen, die Arme und Hände. Oder alternativ ineinander gelegt mit den Daumen gegeneinander. Die Augen geschlossen oder halb geöffnet mit Blick auf die Erde. Und die Zunge entspannt im Mund mit der Zungenspitze am Gaumen direkt hinter den Schneidezähnen. Wir spüren zunächst mal die Zehen am Fuß auf der rechten Seite. Wo liegen sie auf der Meditationsunterlage oder auf anderen Körperteilen? Wie fühlen sie sich von innen an? Der rechte Fuß, Wärme, Kälte am Fuß. Berührung mit anderen Dingen, Körperteilen. Und das Gefühl sozusagen von innen. Das rechte Fußgelenk, wie fühlt sich das an? Wir spüren das nur und nehmen es so, wie es ist. Der rechte Unterschenkel, der ja auch irgendwo aufliegt oder anliegt. Vielleicht die Kleidung um den Unterschenkel herum. Die Muskulatur im Unterschenkel. Das rechte Kniegelenk. Der rechte Oberschenkel, die großen Muskeln im Oberschenkel, die Kleidung am Oberschenkel. Vielleicht spürt man auch die Stelle, wo der Oberschenkel Hand oder Arm berührt. Der rechte Teil des Hinterns. Gerade auch die Stelle, wo man auf der Sitzunterlage sitzt.
vielleicht auch das rechte Hüftgelenk, da wo der Oberschenkelknochen in das Becken hinein, wo sie sich verbinden. Dann die linken Zehen. Der linke Fuß insgesamt. Der Druck auf der Erde. Temperatur. Der Fuß von innen. Dann das linke Fußgelenk. Ihr könnt, wenn ihr das spürt, was in den, wie sich die Körperteile anfühlen, immer mit einem gewissen Wohlwollen. Körperteile sollen so sein, wie sie von selber sein wollen, ähnlich wie beim Atem. Der linke Unterschenkel, wo er mit anderen Körperteilen oder dem Boden oder ähnlichem in Berührung ist. Der Muskel des Unterschenkels. Das linke Kniegelenk, der linke Oberschenkel, die Muskulatur des Oberschenkels, die Kleidung kann man spüren. Die Berührung von Hand oder Arm mit dem Oberschenkel. Und die linke Seite des Hinterns. Man sitzt hier auch auf irgendwas, das spürt man. Und das Hüftgelenk auf der linken Seite. Die Kleidung. Dann der Geschlechtsbereich. Bauchmuskulatur, da merkt man vielleicht auch, wie mit dem Ein- und Ausatmen sich der Bauch und die Bauchmuskulatur bewegt. Der untere Teil des Rückens, der mittlere Rücken, der obere Bereich des Rückens. Und die Halswirbelsäule.
Dann spüren wir den ganzen Rippenkorb auf der rechten Seite. Rippen sind vorne, hinten, an der Seite. Und mit dem Ein- und Ausatmen mag sich da dieser ganze Bereich, dieser ganze Rippenkorb ein klein wenig auseinander und zusammenbewegen. Dann der obere Muskel, der vom Hals zur Schulter führt, auf der rechten Seite. Der Brustbereich, der Brustmuskel. Überall da kann man auch die Bewegung mit dem Atem spüren, die Kleidung auch. Die Schulter und das Schulterblatt. Der rechte Oberarm. Der rechte Unterarm. Die Hand, die Finger. Von innen, aber auch die Stellen, wo Hand und Finger andere Körperteile berühren. Und dann zusammen dieser ganze rechte Bereich, also der Rippenkorb, Schulter, Hand, Arm. Wenn er jetzt die rechte und die linke Seite oben im Rumpf vergleicht, merkt er vielleicht auch einen Unterschied. Dann der linke Rippenkorb, die Rippen vorne, hinten an der Seite, die Bewegung auch dieses linken Rippenkorbes mit dem Atem. Der Muskel vom Hals zur Schulter auf der linken Seite. Die Brust auf der linken Seite. Der Brustmuskel. Auch das bewegt sich ein bisschen mit dem Atem. Die linke Schulter und das Schulterblatt. Der linke Oberarm. Da spürt man vielleicht auch die Luft oder die Kleidung, Kälte, Wärme. Der linke Unterarm.
linke Hand, die Finger an der Hand. Die Berührung der Hand mit anderen Körperteilen. Und jetzt der ganze Rumpf und beide Arme zusammen. Ist der Unterschied gleich wie vorher oder anders als vorher? Dann die Rückseite des Kopfes. Überhaupt die ganze Kopfhaut, hinten am Kopf, oben auf dem Kopf, aber auch im Gesicht, die ganze Haut zusammen. Auch die Vorderseite des Halses. Stirnmuskulatur. Die Augen, die nicht sehen, brauchen im Moment die Muskulatur an und um die Augen. Die Nase. Von außen erstmal. Der Mund und die um den Mund herum sich befindlichen Muskeln, die Lippen. Das Kinn. Und die sehr starke Kiefermuskulatur auf beiden Seiten. Das Innere des Mundes, die Zunge. Die Zähne. Das Innere des Halses. Das Innere der Nase auch und der Nasennebenhöhlen. Kann auch spüren, wie der Atem durch die Nase nach oben und dann nach unten in den Hals fließt. Und das Innere des Kopfes insgesamt. Wir haben jetzt wahrscheinlich eine gewisse Entspannung erreicht. Lassen wir die Aufmerksamkeit frei durch den Körper wandern. Und wenn wir irgendwo eine Verspannung feststellen, dann können wir die Aufmerksamkeit einfach dahin richten und wahrnehmen, was wir wahrnehmen. Bemühen uns, den entspannten Zustand auch zu genießen.
Und jetzt fokussieren wir in diesem entspannten Zustand, den wir einfach so lassen, wie er ist, unsere Aufmerksamkeit wieder auf den Atem ein bisschen. Und beobachten und spüren, wie der Atem in den Körper hinein und wieder hinausfließt. Ohne Ziel, einfach nur beobachten, spüren. Der Atem hält uns am Leben. Das ist was sehr Gutes, was Positives für den Körper. Und was sehr Wichtiges. Und unser Körper weiß von selber, wie der Atem zu fließen hat. Also wir können das unserem Körper in Ruhe überlassen, einfach zu atmen, ohne dass wir irgendwie eingreifen.
Vielen Dank.